Hallo, hier kommen wir zu einem neuen Video von mir, von der Firma ESR, ein 3-in-1 Wireless Charging, der Halo-Lo-Look. Ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Ja, hier haben wir ein Gerät von ESR, wenn ich das hier so sehe. Wir gucken uns mal den Karton an. Und hier können wir das auch deutlich sehen. Smartphone, AirPods und die Uhr. Ich würde sagen, wir packen das mal gemeinsam aus und wollen uns dann mal einen ersten Eindruck verschaffen. Hier sieht man das nochmal so schön, wie das aufgebaut ist. Auch nochmal ein schönes Bild. Ja, ganz normaler Pappkarton. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes. Hier ist die Anleitung. Wie man das macht. Da muss für die Uhr muss das na klar mit verbaut werden. Und dann wird hier noch ein anderes Kabel mit. Aber wir gucken erstmal rein, was alles da ist. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Ich nehme das Ding mal raus hier. Das gucken wir uns gleich mal im Detail an. Dann haben wir hier noch was. Mal gucken. So, soweit ist alles leer. Können wir mal gucken. Nein, hier ist nichts weiter. Ich würde sagen, der Karton kann den zur Seite. Dann gucken wir uns das mal weiter an. Gucken wir erstmal, was in diesem Karton ist. Ups, Entschuldigung. Ja, hier haben wir ein Netzteil. Ein dickes. Und dann können wir auch nochmal die Leistung sehen. Da bin ich ja gespannt. Es würde auf jeden Fall einen Platz sparen. 1 bis 2 Steckplätze. Wie ihr seht, ist hier noch die Folie drauf. Das kann man hier bewegen. Aluminiumgehäuse. Also fühlt sich gut an. Macht schon mal einen sehr wertigen Eindruck. Das packen wir nochmal beiseite. Ups. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, hier kommt das Ladecase drauf, sprich von den AirPods oder der AirPods Pro. Hier ist ein Drücker und da wird das angeschlossen. Und dann müsste das ja auch irgendwie aufzugehen sein. Open steht hier auch drauf. Ich habe das jetzt mal aufgemacht. Hier haben wir einmal USB-C und einmal USB-A. Und dann wird das Kabel hier von dem für die Uhr hier reingelegt, wird hier eingeklickt. Das heißt für die Smartwatch, ich habe das Kabel mal geholt. Ich habe das mal mitgenommen. Und wir schließen das auch gleich mal ein. Also wie gesagt, es macht schon einen wertigen Eindruck, dass es nicht so, dass das 0815 ist. So wird das eingebaut. Dann macht schön hier, muss das schön anliegen. Und dann wird das hier rein. Wird hier mit, ich hoffe, ihr könnt das sehen, hier mit reingepackt. Und dann müsst ihr das schön sauber und ordentlich verlegen, bis ihr, also ja, hier passt ja schon mal sehr viel rein.
hat einen kleinen Vorteil, ist die Frage, nutze ich das jetzt? Oder bin ich da klar auch für unterwegs? Das ist dann die Frage. Dann brauche ich da klar auch ein Ladegerät für unterwegs. Ich kann das ja nun nicht jedes Mal mitnehmen. Aber macht für mich schon mal einen sehr wertigen, tollen Eindruck. So, dann sind wir jetzt hier drin. Ich hoffe, ihr könnt das noch sehen. Und wir haben ja USB-C. Einmal rein. Ist drin. Und dann könnt ihr das wieder einpacken. Das ist na klar auch nicht schlecht. Und hier sind Gummifüße. Das ist so sehr rutschfest und macht von daher einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich hatte ja schon mal über ein anderes von Anker ein Video gemacht. Ich werde das euch mal verlinken, oben oder unten. So, und dann werde ich das jetzt mal anschließen und wollen wir mal das uns angucken im Detail. So, ich habe das jetzt mal angeschlossen. Ihr habt den Quittierton gehört und es leuchtet. Und hier vorne ist eine kleine blaue LED und das leuchtet auch. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ich zoome mal ein bisschen ran. Es leuchtet so ein bisschen blau. Finde ich auch sehr gut. Ich nehme das mal wieder ab. Ach, hier ist auch ein Lüfterrad. Ne, das ist eine Klasse weiter entfernt. Aber hier ist ein kleines Lüfterrad und es kühlt. Ja, ganz leichtes Gebläse. Und jetzt habe ich ja auch ausgemacht. Also das ist denn nur... Wenn ich es drauflege, beim ersten Mal, ganz leicht. Es ist dann klar die Frage, wo habe ich das? Habe ich das im Schlafzimmer oder... Also ich kann es auch laden, ohne dass das Gebläse an ist oder dieser blaue Ring. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber zu Anfang, wenn das im Schlafzimmer ist, dann sieht man, wo man was macht. Also von daher würde ich sagen, sehr praktisch, sehr gut. Und das ist wirklich echt stabil und macht einen richtig tollen Eindruck. Also von mir aus 5 Daumen hoch und finde ich deutlich besser als das von Anker, weil das konnte mein Smartphone leider nicht halten, mein iPhone Pro 13 Max. Also das ist na klar, ich hab das ja immer so eine Hülle drin und das ist hier sehr magnetisch und finde ich sehr, sehr gut. Ja, 5 Daumen hoch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann werde ich mal ein Fazit von dem Wireless Charging machen. Bis dann, euer Rivetiv. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, 2 Daumen hoch. Und dann, ihr könnt mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Rivetiv. Ciao, ciao.